idealism prevails. Make the world a better place. So, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Wir haben leider Gottes immer das Problem gehabt, dass wir da ein bisschen überrannt worden sind. Und jetzt haben wir zweimal hintereinander. Jetzt habe ich schon heute und morgen einen Auftritt da. Und ja, haben wir schon vorher wieder Rudi Fussi, wie so ein Kabarettist, der unter Boden auftritt. Hoffentlich. Und ich bin nicht so eine Figur wie er ist. Und ja, also jedenfalls zum Thema, wir haben das ist eine ganz seltsame Genese, die wir gehabt haben. Wir haben eine für uns interne Jugendwertestudie gemacht, weil wir wieder mal Daten gebraucht haben, um sie selbst zu orientieren, und dann waren die Daten so interessant, dass ich dann die Idee gehabt habe, ich mache einfach ein Produkt daraus, dass wir wenigstens die Eigenkosten reinkriegen. Dann ist ganz offen. So. Und, dann hat das irgendwie so gut funktioniert, dass wir jetzt irgendwie auf die Idee gekommen sind, das regelmäßig zu machen. Und es sind wirklich ein paar Sachen rausgekommen, die durchaus bemerkenswert sind, um so zu sagen. Gut, ich mache Folgendes, ich werde eine halbe, dreiviertel Stunde das präsentieren, was wir herausgefunden haben. Nachher ist Zeit, dass Sie Fragen stellen, wenn Sie irgendwas so total brennend jetzt irgendwie bewegt, dass Sie das sofort rauslassen müssen, können Sie das auch machen. Also das stört mich überhaupt nicht, wenn es nicht zu exzessiv ist, ist das durchaus einfach in diesem Rahmen hier möglich. Und ja, also kann man gerne unterbrechen. Sonst machen wir am Ende noch kurz eine Fragerunde sozusagen oder eine Gesprächsrunde. Und danach gibt es noch die Möglichkeit, ein Brötchen zu essen, da kann man so drüber reden und vielleicht mehr Fragen stellen, wenn man das will. Die vielleicht, ich weiß es nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, sondern das weiß ich. Okay, also das soweit, zu der Einleitung. Ja, die Studie war eine Repräsentativstudie für Österreich. Es sind 1000 junge Menschen interviewt worden zwischen 16 und 29. Die Befragung hat auch online stattgefunden, logisch. Alles andere ist ja heute noch dazu als Eigenstudie schwer zu finanzieren. Also jedenfalls, das sind so ein bisschen die Daten. Wir waren damit im September im Feld, dass man das auch dazu sagt. Das erste ganz wichtige Ergebnis für uns war die Social Media. Die Social-Media-Nutzung, wir haben, Sie sehen da eine Aufstellung, wo unterschieden wird zwischen der gesamten Gruppe der 16- bis 29-Jährigen und der sogenannten Kernzielgruppe Jugend der 16- bis 19-Jährigen. Die 16- bis 19-Jährigen, das sind dieser hier jetzt braune Bogen, in Wirklichkeit ist der Bogen nicht braun, aber der Beamer hat sich dazu entschieden, den halt braun zu machen. Jetzt wird der Braun halt blau gegenübergestellt. Ist nicht besonders schön, aber der Kontrast ist ausreichend, dass man sieht, wie sich die unterscheiden. Was das Bemerkenswerte daran ist, dass die 16- bis 29-Jährigen ein relativ neuartiges Medienverhalten haben. Wenn man sich anschaut, Facebook wird von denen eigentlich sehr wenig genutzt. Wir haben in der Gesamtstichprobe haben wir noch fast an die 50%, die Facebook nutzen. Wir wissen, dass die Facebook-Frequenz immer niedriger wird, aber es sind doch noch 50%, die da ab und zu reinschauen. Bei den 16- bis 29-Jährigen sind es nur 26%, aber im Gegensatz dazu... Wir reden von 16 bis 19, oder? Die Braunen sind 16 bis 19, ja. Aber im Gegensatz dazu, wenn man sich anschaut, der Instagram-Nutzung weit vor Facebook und auch bei der Snapchat-Nutzung weit davor, bei WhatsApp relativ hoch oben und bei YouTube auch. Aber was das Wichtige daran ist, dass diese beiden Medien, die von den 16- bis 19-Jährigen genutzt werden, dass das Medien sind, die das Bild ins Zentrum stellen. Das heißt, da geht es um eine Form der präsentativen Symbolik. Das heißt, Informationen werden in Form einer präsentativen, symbolischen Darstellung ausgetauscht. Das sind immer Bilder, emotionale Bilder. Facebook ist noch ein diskursives Medium, das heißt, wo man mit dem logischen Instrument der Sprache Argumente austauscht. Der wichtige Unterschied ist, bei Facebook wird noch argumentiert, bei Instagram und Snapchat nicht mehr. Da versucht man, die Menschen mit Bildern zu beeindrucken. Das heißt, es wirkt auf die Emotionen, es werden Affekte produziert und es geht nicht um den Austausch von Argumenten. Wenn man sich insgesamt nur die Mediennutzung anschaut,
Ich habe da eine repräsentative Erhebung, eine ältere, aus dem Vorjahr, echt, alles gut, aus dem Vorjahr genommen, wo man ein bisschen sieht, wo die großen Unterschiede jetzt zwischen den Generationen liegen. Da war die unter 30-Jährigen, und das war für ganz Österreich eine repräsentative Stichprobe. Sieht man, wenn man vorhin schaut, in den Tageszeitungen, ein ganz starker Rückgang bei den unter 30-Jährigen im Vergleich zu der Gesamtstichprobe, auch bei Zeitschriften und Magazinen. Also das heißt, auf den Printbereich kann man nach wie vor sagen, da kommt einiges zu. Social Media ist bedeutend, Fernsehen ist bei den unter 30-Jährigen auch nicht mehr so beliebt wie in der gesamten Bevölkerung, Radio genauso, wo man sie ähnlich ist. Das ist beim Internet. Also das heißt, nach wie vor sieht man, dass es werden die traditionellen Medien nicht verschwinden, das kann man nicht sagen, aber es gibt schon einen beträchtlichen Umbruch, ja, also was die Relevanz betrifft. Das ist keine Frage. Da sind wir noch lange nicht am Ende, da wird sich noch sehr viel bewegen. Weil unsere Auffassung ist, dass eigentlich alles in Richtung Bilder geht. Ich habe das versucht, auch noch mal kurz zusammenzufassen, das Bild, das irrationales, affizierendes und emotionales Medium, das in der Lage ist zu täuschen, das so tut, als wäre es die Realität selbst. Das Bild gibt uns viel mehr Möglichkeiten, auch zu manipulieren, Realität abzuändern, anders darzustellen, als sie ist. Das Bild hat den Vorteil, dass besser erinnert wird, wie die reine Textnachricht. Am besten funktionieren immer Text-Bild-Kombinationen, und das Bild erregt einfach stärkere Aufmerksamkeit als das geschriebene Wort, aktiviert stärker, die Menschen handeln förmlich automatisch, man kann es absorbieren ohne große mentale Anstrengung, es ist aber, unterliegt aber einer geringeren kognitiven Kontrolle. Das heißt, wir gehen in Richtung einer Bevölkerung, das zeigt sich jetzt bei den jungen Menschen, ja, die sich unmittelbar und intuitiv von Bildern beeinflussen lassen und dem Einfluss dieser Bilder folgen werden. Also das heißt, es wird vieles spontan werden, fluid werden, irrational werden, und es wird vieles ohne kritische Distanz sehr emotional abgehandelt werden. Das ist die Tendenz, die wir sehen. Zweites wichtiges Thema, Vertrauen in Institutionen. Wenn man den Lebensschnitt und die Zukunft sich anschaut, einen unglaublichen Umbruch. Und zwar haben wir ganz vorn Polizei, Gerichte, Gewerkschaften und Bundesheer. Was interessant ist, Polizei und Bundesheer, die in den letzten 20, 30 Jahren einen unglaublichen Vertrauenszuwachs gehabt haben. In den 70er Jahren waren die noch ganz am Schluss, so im Gefolge der 68er Bewegung, da waren diese Institutionen einfach No-Gos. Die hat man total kritisch gesehen, und ich bin ja selber ein alter Mensch, ich kann mich noch ein bisschen daran erinnern, weil ja auch seinerzeit den Wahn gehabt habe, unbedingt Zivildienst zu machen, und dann zu dieser Zivildienstkommission gegangen bin, und das war ein politisches Statement, nicht? Man geht nicht zum Heer, nicht? Und das Heer, gerade desto mehr man in die Bildungsschicht reingekommen ist, ein ganz scheiß Image gehabt hat, da ist kein vernünftiger Mensch hingegangen und so. Das hat sich heute völlig geändert, ja? Das ist im Ansehen gestiegen, genauso wie die Polizei. Man darf nicht vergessen, Bundeswehr und Polizei sind wichtige Arbeitgeber geworden, wo man hingeht und einen sicheren Job dort hat, ja? Also auch da angesehen. Gerichte ebenso, also das heißt, alles Institutionen, die direkt oder indirekt mit der Machtausübung des Staates zu tun haben, sind wichtig. Die Gewerkschaften als ein Instrument, wo man das Gefühl hat, die können irgendwie Auswirkungen der Globalisierung ein bisschen abschwächen. Ja. Deswegen auch eine Institution, die im weitesten Sinn Sicherheit gibt. Also Polizei, Gerichte, Gewerkschaft, Bundeswehr sind von hoher Relevanz. Dann bricht es ab. Also, wo wir in den letzten Jahren Einbrüche gesehen haben, ist alles, was mit Zeitungen zu tun hat, was mit Medien im weitesten Sinn zu tun hat, mit Journalismus zu tun hat, da geht das Vertrauen rapid zurück.
Wir werden aber sehen, wo es besonders zurückgeht und wo weniger. Und dann geht es einfach abwärts. Parlament, Manager, Parteien. Parteien immer, immer, immer das Schlusslicht. Ganz, ganz am Ende. Ja, Parteien, Parlament, Manager, alles irgendwie so ein clandestiner Bereich, wo irgendwo im Hintergrund irgendwelche Machenschaften vollzogen werden, die nicht im Interesse der Bevölkerung sind. Ja, also das ist so das, was man so im qualitativen Verfahren zu hören bekommt. Das ist in Wirklichkeit die große Spaltung, wie das durchs Land geht, niedere, mittlere Bildung und höhere Bildung. Das heißt, das obere Gesellschaftsdrittel spaltet sich immer mehr von den unteren zwei Dritteln ab. Wir haben das jetzt in den vielen Untersuchungen gesehen. Das obere Gesellschaftsdrittel geht nach links und die unteren zwei Drittel gehen nach rechts. Das ist ganz, ganz klar, das ist die große Tendenz. Deswegen ist die Mehrheit, wird immer rechts sein. Und aber das obere Gesellschaftsdrittel kontrolliert die Medien und deswegen ist das Vertrauen in die Medien total verloren gegangen. Weil die Medien heute so einen aufklärerischen Impetus haben, die müssen die dumme Mehrheit immer davon überzeugen, ja, dass das alles falsch ist, was sie da machen, und man muss alles ganz anders machen. Und die dumme Mehrheit ist relativ selbstbewusst und sagt, ihr könnt uns den Buckel runterrutschen, gehen dann in Deutschland und wollen die AfD. Und dann regen sie wieder die Medien total auf und machen so weiter und stimulieren so weiter den Wählerzuwachs zu den Rechtspopulisten. Also das ist genau da. Bei Europa sieht man es nicht. Also Europa gegen Europa, der darfst du heute nichts mehr sagen. Irgendwann habe ich gesagt, dass ich seinerzeit, wann diese Abstimmung war, 96, natürlich gegen die EU gestimmt habe. Und das war ein Skandal. Also das war so, wie wenn ich ein Verbrechen begangen hätte damals. Nicht? Also ich würde heute wieder gegen die EU stimmen. Aber das ist zum Beispiel in den... Das ist nicht möglich, das in den bildungsnahen Schichten zu sagen. Die haben ein ganz hohes Vertrauen zur Europäischen Union, während die unteren zwei Drittel der Gesellschaft einfach sehr geringes Vertrauen, überhaupt kein Vertrauen haben, wenig bis überhaupt kein Vertrauen haben, haben fast 50%. Also die Zustimmung zur EU in den unteren zwei Dritteln relativ gering. Warum ist das so? Weil die Leute das Gefühl haben, die EU handelt nicht in ihrem Interesse. Also das heißt, es ist die EU der Konzerne und der EU der Bürokraten und die EU der Oberschicht, die Oberschicht, die davon profitiert, und die unteren Sozialschichten, für die ist die EU die Einrichtung, die Märkte, die alles dereguliert hat, die für den freien Güter-, Waren- und Personenverkehr ist, von dem die unteren Sozialschichten nicht profitieren, im Gegenteil, wo sie unter Druck kommen. Das haben die verstanden, das wissen die, und deswegen haben sie kein Vertrauen in diese Einrichtung. So, wollen wir jetzt weiter, wollen wir sich das noch einmal anschauen. Also nochmal zusammengefasst: Polizei, Gerichte, Gewerkschaft, Bundesheer, denen vertraut man, politischen Institutionen weniger, Parteien, Manager, Parlament, das sind so die Institutionen, die sich in der größten Vertrauenskrise befinden. So, das sind so Schieferen für die Elite, die vernetzt ist und aufgrund von Macht und Einfluss sie unrechtmäßige Vorteile verschafft. Das Vertrauen in den Journalismus ist am Tiefstand. Journalisten gelten nicht mehr als unabhängig, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was wirklich der wichtige Hinweis ist, die Spaltung der Gesellschaft nach Klassen und Milieus. Also die unteren Klassen und die unteren Milieus, skeptisch, staatskritisch, wissen wir, früher war es nämlich genau umgekehrt, das ist das Lustige. Früher waren die Studierenden waren staatskritisch, ja, und heute sind die Studierenden stimmen dem Staat zu und das sind für die EU und sind für die staatlichen Strukturen, ja. Das ist irgendwie die verkehrte Welt. Ne. Und die unteren Schichten sind eher die da auf Distanz gehen zu Staat und Politik. Wo sind die aktuellen Sorgen? Ich habe mich immer bemüht, das zwischen niederer, mittlerer und höherer Bildung zu differenzieren. Wir haben jetzt ganz oben die Umweltgeschichte, wir haben das Klima abgefragt, das ist auch total wichtig. Das ist völlig logisch aufgrund des ideologischen Trommelfeuers, dem die Leute ausgesetzt werden, dass das einfach total wesentlich ist. Man kann aber nur dazu sagen, wir haben das auch erhoben, dass die Leute gar nichts fürs Klima tun. Also das heißt, das ist eine reine... befindet sich auf der Diskursebene, jeder bemüßigt sich, seine Wortspende abzugeben, dass das Klima wichtig ist, wenn sie in der Veranstaltung
Veranstaltung geht, so drückt man Träne und sagt, das ist das Klima. Man geht dann demonstrieren und traumelt, ja, und geht dann heim und lebt aber genauso weiter. Also das heißt, und wenn man die Leute darauf anspricht, sagen sie, das hat nichts mit meinem individuellen Verhalten zu tun, das ist eine systemische Frage. Also komplett irre eigentlich. Ja. Also jeder lebt weiter wie bisher, macht sich Sorgen ums Klima und verfolgt werden die, die sagen, mir ist Klima wurscht. Also dem müssen zur Strecke gebracht werden. Das ist wesentlich. Also das ist eine typische Verdrängungsgesellschaft. Teilweise wirklich faszinierend, wenn man sich das anhört. Wenn man jetzt weiterschaut, man sieht ein zunehmendes Sicherheitsbedürfnis. Also wo die Leute haben Angst, dass sie in der Wohnumgebung nicht mehr sicher sind. Da sieht man den Unterschied. Die höher gebildeten fühlen sich sicherer wie die niederen und mittleren Bildungsschichten. Bei der zunehmenden Kriminalität sehen wir genau dasselbe Bild. Bei der Zuwanderung, die unteren Sozialschichten, fast zu 60%, machen sie Sorgen, die anderen deutlich weniger, ähnlich beim Arbeitsplatzverlust. Das, was man sich anschaut, hängt damit zusammen, dass die einfach in anderen Wohngegenden leben. Das ist ein ganz klarer Fall. Im ersten Bezirk passiert weniger wie in Floridsdorf. Also in Floridsdorf ist der Angeschüttet. Also da kann da halt mehr passieren. Ich war halt Floridsdorf, Donaustadt. Nicht? Da ist das Publikum ein bisschen anders wie innerhalb des Gürtels. Nicht? Innerhalb des Gürtels ist es eher dann ein bisschen heimeliger. Das hängt einfach mit dem zusammen. Wichtig ist, die Leute sind skeptisch in den unteren Sozialschichten, was die Zuwanderung betrifft, haben aber auch was gegen Ausländerfeindlichkeit. Das heißt, wenn die Leute gegen Zuwanderung sind, dann aus vernünftigen, pragmatischen Überlegungen. Ja? Also das stimmt überhaupt nicht, was immer gesagt wird, dass da das Ressentiment so groß ist und der Hass und ich weiß nicht was. Da geht es, das haben wir im qualitativen Verfahren sich immer wieder angeschaut, da geht es einfach darum, da geht es um einen Interessenskampf um die Ressourcen. Die unteren Sozialschichten sagen, desto mehr Leute da reinkommen, ja, desto weniger kriege ich. Das ist einfach alles. Ja? Also die haben Angst um ihren Teil vom Kuchen. Ja? Das ist das. Und wenn sie genügend geringt hätten, ja, würden sie sich um die Zuwanderung wenig pfeifen. Das Problem ist, und das ist seinerzeit in der Zeit gestanden, wer viel für Flüchtlinge und Migranten tut, der muss sich um die eigene soziale Unterschicht kümmern. Ja? Und wenn man sich um die nicht kümmert, kriegt man Rechtspopulismus. Und das hat man nicht gemacht. Im Wesentlichen ist es ein Anerkennungsproblem. Man hört immer wieder in den Interviews, in den qualitativen Interviews, wenn man sich um uns so viel kümmern würde, wie um die Frauen, um die Homosexuellen, um die Flüchtlinge, um die Migranten, dann hätte man eigentlich gar nichts dagegen, dass man für Demos tut. Also das heißt, es gibt in den vorhin Floridsdorf, 10. Bezirk, Donaustadt, also diese Bezirke, die halt eher einen höheren Anteil an Unterschichtbevölkerung haben, dort gibt es die Problematik, dass man sich nicht genügend respektiert und geachtet und wertgeschätzt fühlt. Alle anderen kommen vorher und ich komme erst dann. Ja? Das ist die große Problematik. Also die Leute sind nicht genuin mit Ressentiments behaftet und verbittert und verbissen, sondern die vertreten einfach ihre Interessen. Also da geht es um Interessensvertretung. Und die können eigentlich, wenn man mit ihnen redet, oft recht gut abschätzen, wo ihre Interessen liegen und wie und wo sie wo die Konfliktlinien verlaufen. Also in Wirklichkeit sind die Leute pragmatisch. Das ist eine Skepsis gegenüber der Zuwanderung ist ganz pragmatisch motiviert. Ja? Bei dem überwiegenden Teil der Menschen. Wenn man sich anschaut, Sorge wegen Zuwanderung, wo ist die besonders stark, wenn man es jetzt in der Regionalverteilung anschaut? Ja? Also besonders gering ist die Sorge wegen Zuwanderung in Wien. Also da haben wir gerade einmal 40%. Ganz stärker wird das Ganze in der Mitte. Ja? Also das wäre dann Niederösterreich, Oberösterreich, ja? Im Westen und im Süden. Das heißt, im ländlichen Raum ist die Skepsis größer. Logischerweise ist die Sorge größer in Bevölkerungsteil ohne Migrationshintergrund als in denen mit Migrationshintergrund. Obwohl es dort auch durchaus Leute gibt, die schon die Sorge haben, dass sie durch die nach ihnen kommen, in ihren Status bedroht sind. Also das heißt, die schon
die Integrierten sind nicht immer glücklich, dass da noch was nachkommt. Also, aber das weiß eh jeder, der Taxi fährt. Nicht? Und der Taxifahrer dann zu einem sagt, was weiß ich, das, was da neu reinkommt, ich bin da seit 20, 25 Jahren, was da neu reinkommt, hat zuletzt einer zu mir gesagt, das ist ja Rufschädigung. Also nur, dass man das sieht, ja, die sind auch nicht solidarisch in sich. Ja. Da gibt es auch große Widersprüche. So, was wir sehen, ist, dass das Österreich-Bewusstsein steigt. Also faszinierend. Wieder, ich habe jetzt einen Vergleich zwischen Wien und Niederösterreich, Oberösterreich genommen. Ja. Also ich bin stolz, ein Österreicher zu sein, haben wir insgesamt in der Stichprobe ein bisschen über 40%. In Wien bröselt es zusammen. Also Wien sind, wie sagt man, die vaterlandslosen Gesänge, da haben wir früher gesagt, hat man die Marxisten genannt und die Linken. Sind also die über Wien sehr stark. Wenn man dann anschaut, Mitte Oberösterreich, Niederösterreich, hat man dann wieder das Nationale recht wichtig ist. Ja. Also diesen Bruch sieht man recht deutlich. Ja. Also das ist auch relativ, erklärt sie aus der sozialen Struktur. Das ist recht eindeutig, aber was wir sehen, ist ein Wiederaufkommen der Liebe zur Heimat, des Heimatbegriffs, der Heimatsymbolik, das alles wird plötzlich wieder wichtig, das will ich dann ein bisschen näher ausführen. Ja, dann haben wir das Vertrauen in die EU, das habe ich eh schon zuerst gezeigt, also Europabewusstsein geht zurück, vor allem in den niederen Bildungsschichten. So, zusammenfassend. Sorge ist Sicherheit, Kriminalität, Zuwanderung, neben Umwelt- und Klimafragen. Das ist eine große Sorge. Sorgen der Mittel- und Unterschichten sind dramatisch größer. Ausländerfeindlichkeit will man keine, aber man will vernünftig über die Migration diskutieren. Also das scheint mir ganz ein wichtiges Ergebnis zu sein. Die Leute wollen einfach nur darüber reden dürfen, ohne es zu bejubeln. Ja? Also das ist aber vielfach, sagen sie, nicht mehr möglich. Und Europa wird mehr und mehr zu einem Eliteprojekt man hat es einfach vergessen, die Mittel- und Unterschichten mitzunehmen. Was gesellschaftlich dahinter steckt, hinter dem Ganzen, was wir jetzt gesehen haben, ist das sogenannte Regrounding. Das heißt, die Menschen sind primär damit beschäftigt, im Leben Halt zu finden. Das sind 60% der Leute im Jahr 2016, das ist in der Zwischenzeit, glaube ich, gestiegen auf 62%. Werden wir dann eh gleich sehen. Also die sagen, an die zwei Drittel sagen, meine wichtigste Aufgabe im Leben ist, hier Halt zu finden. Ja, so. Wenn man das bei den Jungen anschaut, sind es 75%. Ja. Also dass 75% sagen, ich muss Halt finden. Das ist das größte Problem, das in mir steht. Ja. Das heißt, das ist alles irgendwie ständig in Bewegung. Man hat keinen festen Grund unter den Füßen. Alles ist volatil. Ja. Und ich muss irgendwie einen Pflock einschlagen, an dem man mich festhalten kann. Ich muss irgendwie einen Grund finden, auf dem ich langfristig sicher stehen kann. Also das sind so die Probleme, die Leute artikulieren. Das heißt, es ist in Wirklichkeit die Vermarktwirtschaftlichung der Gesellschaft. Desto mehr Markt, desto mehr spontane, überraschende Ereignisse. Und das ist halt den Großteil der Menschen, ja, vor allem wenn sie sozial schwächer sind, unangenehm. Ja, weil sie dadurch eben in ihrer Existenzweise fundamental ausgehebelt werden können. Das macht sie besorgt. Wir haben uns angeschaut, wie die Entwicklung ausschaut. Da sehen Sie es jetzt. Ich suche Halt im Leben ist eigentlich in Österreich kontinuierlich raufgegangen von 2011 bis 2018. Wenn man es mit Deutschland vergleicht, sieht man eine ganz andere Kurve. Also in Deutschland sind wir jetzt bei 45%, die das sagen. Das heißt, Deutschland zeigt sich insgesamt als ein selbstbewussteres Land, wo die Leute einfach mit viel mehr Sicherheit und Gelassenheit in die Zukunft schauen. Das ist ein ganz gravierender Unterschied zwischen Österreich und Deutschland. Österreich ist immer ein bisschen paranoid gewesen, das Land, und hat immer ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe, ein großes Reich, von dem ein bisschen was überblieben ist, was man nicht weiß, was man mit dem machen soll, seit Anfang an. Ja. Und jetzt das ist das da irgendwie dieser Überrest da, und die Leute wissen nicht so wirklich, ja, wie ich mit dem umgehe, und angesehen in der Welt ist man auch nicht, man ist halt so ein bisschen klar. Nicht? Das Einzige, was man halt hat, ist eine schöne Natur, da kommen auch nicht viele Touristen und schauen sich das an. Die gehen nur mal jetzt, wie wir in der Zeitung lesen, auch schon auf die Nerven, nicht? Weil die gehen auch im
bringen zwar Geld, aber sie sind auch anstrengend einfach auch, und weil sie anders reden und auch im Straßenverkehr und überall sind sie da langsam unterwegs und kennen sie nicht aus und dann kommen sie immer wieder in diese Ströme und halten die auf und so und das ist halt, wollen wir einfach nicht. Ne? So, ne? Also jedenfalls, es ist einfach mit uns nicht allzu viel los. Ne? Also jetzt hoffe ich, dass wir zur Europameisterschaft fahren, dann wird vielleicht diese Suche nach HLC auch wieder ein bisschen reduziert werden und die Leute werden sich ein bisschen sicherer fühlen, weil sie wieder irgendwas darstellen draußen hin. Ne? Die können immer was sagen, nur nicht gleichzeitig. Hat der Halt den Sinn ersetzt? Nein, also ersetzt. Sinn ist eine Komponente. Aber nur beim Halt ist das Wichtige die materielle Grundlage. Also da sind die Leute relativ nüchtern und sagen, Halt ist für mich, ich möchte sicher wohnen, ich möchte ein sicheres Einkommen haben, ich möchte nicht sozial absteigen, ich möchte den sozialen Abstieg vermeiden. Ich möchte nicht irgendwann mal aufwachen und ich lebe in Floridsdorf und in der Nachbarschaft dieser Familie, wie sie aus Frauentausch gehen. Also das ist in Wirklichkeit genau das, um was geht. Ja? Sie wollen einfach das nicht. Nicht? Oder wie in Berlin Marzahn, plötzlich wachst du auf in der Früh, auf einmal bist du in Marzahn. Um Gottes Willen, nicht? Jetzt gehst du raus, sie sind schon da alle. Nicht? Also Fußball. Also das ist genau die große Angst. Da geht es weniger um die Sinngeschichte, das ist wieder was anderes. Sinn ist aber auch wichtig. Das sind die 14, ab 14 Lebensjahren? Das sind die alle, ja. Das ist eine große Gesamtbevölkerung. Von 14 auf bis zum letzten Atemzug so ungefähr. Wenn sie noch sagen, okay, nichts. Ja, eigentlich. Das ist was aus. Dann gehen sie in die Untersuchung ein. Wenn sie es nicht immer mehr rausbringen. Aber das heißt sozusagen, Deutschland, Österreich verglichen 14 oder 15 bis 19-Jährige, das ist nicht. Ja, das kann man schon. Den Vergleich könnte man aussuchen. Ja, kann man machen. Man braucht ja nur die Daten hernehmen. Jetzt gerade wieder die Shell-Studie erschienen. Ja. Die eine ganz ähnliche Stichprobenstruktur, das kann man einfach vergleichen. Das ist keine Schwierigkeit. Hätte man, wenn die Arbeit andauern hätte, dann hätte man es jetzt nur alleine. Naja, nee, ich habe mir überlegt, ob zwischen Alt und Jung da sozusagen in Deutschland, Österreich auch ein Unterschied besteht. Ja. Okay. So, schauen wir weiter. Die alten Werte leben wieder auf. Sparsamkeit, Sauberkeit und Ordnung. Ja, also das wird ja jedem auffallen, wenn man halt in der Schule reingeht oder einfach unten hier oder so. Die Leute sind alle seltsam adrett, ne, und ordentlich. Und es gibt wieder Schulball, wo alle mit der Krawatten hingehen und alle im schönen gebügelten Kleidchen und finden gar nichts dabei. Ne. Ich war mir erlaubt zu sagen, weil haben sie wirklich so Leute, die so aus dem linken Milieu kommen und so rebellisch sind, die haben dann irgendwann einmal ein Bild bei Facebook gestellt, wo alle am Café der Ball waren. Ne. Und so alle diese Kleider angehabt, die Frauen. Und die haben so, ich sage, das ist nicht steppert, das auszuziehen. Sie kennt das nicht, aber ich habe nicht einmal Krawatten. Ich hab sowas alles gar nicht. Ja. Geht zu dem Ball, bitte? Kann man sich ausbauen, aber ich habe da eine große Abneigung dagegen. Also wenn ich einen mit einer Krawatte sehe, ist für mich der Tag schon erledigt. Ja. So, habe ich da jetzt einen Spaß dran. Nicht? Ich habe das Gefühl, das sind Leute, die schnüren sich die Kehle zu, damit sie nicht so viel rauslassen. Nicht? Und dann wird es ein bisschen was zurückgehalten. Und aber das ist halt bei den Leuten heute ganz okay, weil es wieder Sparsamkeit, Sauberkeit, Ordnung ist wieder relevant und man passt sie an und es gibt bestimmte Kleiderordnungen und dann behalten wir sie und da hat man nicht das Bedürfnis dagegen zu verstoßen. Ne? So, ne? Das ist eigentlich, und das ist immer ein Zeichen von Krise. Ne? Und da geht es zum Beispiel um Sinnfragen, da geht es um, man fühlt sich unsicher, da geht es darum, dass man eben keinen Halt im Leben hat, dann braucht man eben solche Sachen, dass man Halt findet. Weil wenn ich so angezogen bin, dann werde ich dort angenommen und es gibt keine Diskussion über meinen Status. Wenn ich irgendwie hingehe, muss ich mich vielleicht rechtfertigen, das ist ungut. Weil wenn ich eh schon instabil bin und wenn ich mich eh schon nicht so sicher fühle, dann würde ich mich solchen Debatten nicht aussetzen. Und deswegen, da geht es gar nicht um Anpassungsdruck, sondern da muss man gar keinen Druck ausüben, sondern das geht mehr fast der Automatismus, das auf sich. Kann man generell sagen, dass die postmaterialistischen Werte gingen wieder mit durch die materialistischen Werte? Richtig. Also wir haben einen Niedergang des Postmaterialismus, ja. Eklatant, ja, seit, was weiß ich, seit die 80er Jahren, wo man dann Messungen hat mit 50-60% und wo sich der Ingel hat eingebildet hat, das kommt eine postmaterialistische Gesellschaft und heute haben wir
wenn man es misst, hat man 10% Postmaterialisten in Österreich. Also die Grünen gingen nicht auf einer Welle des Postmaterialismus in die Höhe, sondern die geht schon, die geht auf der Welle eines ÖVP-grün-konservativen Projekts geht das in die Höhe. Nicht? Also wie vor Alberg, Tirol. Das ist eigentlich grün. Grün ist nicht links. Ist überhaupt nicht links. Nicht? Grün ist Heimat, konservativ, ein bisschen wieder Öko und ein bisschen Klimaschützen. Das ist es. Nicht? Und die Kinder gingen in der Volksschule in den Wald und dann ein paar Bierl zusammenklauen oder so irgendwas. Nicht? Aber gingen dann aber brav in die, am Mittwoch in die Kirchen, in die Messe und sind dann immer ein Dreh angezogen und haben keine dreckige Hosen an. Also so, dass man das nicht so sieht. Nicht? So. Das ist ein Öko-Biedermeier. Öko-Biedermeier. Ja, ein Öko-Biedermeier ist es eigentlich. Und das wird jetzt in Österreich kommen. Jetzt wird Türkis Grün kommen und das wird das Öko-Biedermeier sein. Das wird dann alles schön sein. Also friedlich, schön, angepasst, ordentlich. Und wie es in Salzburg zum Beispiel war, da wird die Vorsitzende der Grünen Partei wird in die Kirche gehen und dort vom Altar niederknien, ja, und so. Was sie ja tatsächlich gemacht hat, das machen die ja. Und das wird wieder anständige, ordentliche Welt sein. Wie es in die 50er Jahren halt so war. Ne? Ja, weiß ich nicht. Man kann auch da bleiben und sich das belustigt anschauen. Ich knie mich dort nicht nieder. Ne? Außer es wird zur Staatsräson. Aber dafür werden schon die 8% Muslime sorgen, dass das nicht sein wird. Die sind ja auch noch da und werden sagen, so geht's nicht. Und dann wir ja ein bisschen freier sein. Das ist dieser Kulturkampf. Der ist wichtig. Okay, schauen wir weiter. Volksumsicht und Trachten finde ich einfach schön. Kann man schön sehen. Da gibt es auch bei den Jungen unter 30-Jährigen geht von 33% auf 53% rauf, plus 20%. Es geht nicht um Volkskultur, sondern es geht um volkstümliche Musik. Also das heißt, das ist alles ironisch gebrochen. Der Kavalier ist eine ironische Brechung der Volkskultur. Ja? Meine, der hat da, was der da Grickerl da oben und das ist ja alles lächerlich, der macht sich lustig über das. Ja? Das ist alles ja eine Ironie. Ja? Das ist eine ironische, wie sagt man, das wird alles ironisch unterwandert und in die Luft gesprengt. Das kann kein Mensch mehr ernst nehmen. Ne? Also das ist einfach, wie der Adorno schreibt, das ist nur mehr Unterhaltung. Das hat keine Substanz mehr. Also das ist eine volkstümliche Kultur, die keine Substanz mehr hat. Da werden keine Werte mehr transportiert. Das ist nichts mehr, außer der Kavalier sagt halt, was er sieht. Ein Mandel muss ein Mandel sein, der Weiberl ein Weiberl. Ja, und dann hängen sie wieder alle auf. Ja, und in Wirklichkeit, das sehe ich jeden wurscht. Ja, weil das geht halt jeder hin und wir ein Gaudi halt haben, nicht? Wie man halt sagt. Ein Gaudi. Jetzt sagen wir wieder Gaudi. Ne? Und das ist eher so ein Gaudi MC, ne? Dann macht ich Gaudi. Ne? Aber sonst hat das keine Bedeutung. Es ist postmodern, halt. Komplett postmodern. Ja, nimmt zu an Bedeutung, wird man wieder immer mehr sehen. Ja. Da haben wir ja alle Politiker, Politikerinnen haben wir schon Dirndl und Lederhosen zu Hause, gingen auf den Roberti-Kirtag in Salzburg erscheinen sie in dieser Verkleidung oder im Ottakringer Kirtag oder Neustifter-Kirtag, überall rennen sie um oder Oktoberfest im Prater und überall rennt man halt in dem Aufzug um Madum. Das ist nicht lustig und volkstümlich, dabei ist es nicht volkstümlich, sondern kulturindustriell. Ja. Also das ist das H&M-Dirndl. Da wird halt Kohle gemacht damit und hat mit Werten überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist völlig wertlos im Prinzip. So. Also, übrigens, mir passiert, ich bin in Hamburg zum Service mit dem Auto gefahren und dann habe ich dort irgendwas gesagt und dann hat der zu mir gesagt, ich lebe seit 20 Jahren dort, hat der zu mir gesagt, mein Gott, Sie reden wie der Kavalier. dann habe ich gesagt, ich muss darauf hinweisen, dass es in Österreich nicht unbedingt ein Kompliment ist. Da kann man irgendwie auch ganz, ganz, ganz blöd aussteigen, wenn man sowas sagt und sagt, also der Kavalier ist doch so nett. Vor zwei Tagen war ich mit der Frau im Konzert und das war so toll und sagen Sie noch ein paar Sätze. Es ist so, ja, also es breitet sich aus wie die Seuche. Und man ist selber so schnell, kannst du gar nicht schauen, bist selber der Kavalier. Bist du in die Rolle eingetreten? Also, das ist eigentlich Wahnsinn, eigentlich ein Wahnsinn. Ne? So, aber jedenfalls da. Jetzt schauen wir uns die Politikdistanz an. Ja? Also ich habe da jetzt nur ein Beispiel genommen, wenn man diese Geschichte mit dem Leihkampfvertrag vom Max Lercher, ne? Der Volkstribun, der jetzt ins Parlament einziehen wird, wird dort, also der Abgeordnete hat jetzt glaube ich brutto 9.800 oder so, ich glaube ich werde korrigieren, vielleicht sind es 9.5, ich glaube es ist aber mittlerweile schon bei 9.8, aber 9.8 ist aber mit 33
ist natürlich mit 9,8 brutto kein Auskommen, ja, und deswegen wird er auch seit 6.000 brutto Leihkammgehalt auf 2.500 Oberstufen, damit er noch über diese 10.000 Euro Grenze drüber kommt und dann überleben kann. Das ist ganz wichtig, ja. Und das ist eine sozialdemokratische Symbolik. Also finde ich großartig. Und ich habe mir jetzt einfach nur aus dem links-linken Standardforum, habe ich mir ein paar so Zitate rausgeschrieben, habe ich rausgeholt, ja, die, wo man sieht, wie da das Image der Politik zerstört wird durch sowas. Ja. Also irgendwo müssen die abgegangenen Grünparteikrieger jetzt weiter bezahlt werden. 20.000 Euro waren nicht viel dafür, dass drei SPÖler ruhig sind und nicht aufbegehren. Dazu noch hübscher Titel bei Leica Medien AG, die seit Jahren nur mein Abschreibeposten ist. CEO, Geschäftsführer und Head of Creation und Digital hört sich super an. Vor ein paar Jahren hatte die Firma nur einen Mitarbeiter, der die Schulden verwaltet. Das ist genauso Horst. Also die gibt es in Wirklichkeit gar nicht, diese Firma. Da hat man jetzt einen Haken erfunden und dann sitzt da jetzt dort und zahlt man halt, wie viel zahlt man, eine halbe Mille über 4 Jahre, ja, damit die 4 Leute dort leben können. Das ist die Realität. Und da geht es so weiter. Ja. Wenn er sein Mandat voll ausüben will, warum bekommt er statt nichts dann immer noch 2.500 von Leihkamm? Das fragen sich die Leute. Das ist, und wer sich das nicht fragt, der hat es nicht alle. Ja, weil man, die fragt es ja jeder, weil man, das, da liegen wir wirklich im obersten Einkommensprozent. Das darf man nicht vergessen. Der Median in Österreich sind 1.900 Euro. Ja? Also 2.000 Euro, das ist das Medianeinkommen. Ja? Und da muss einer, braucht einer 2.500 dazu, ja? Damit er mit einem abgehaltenen Gehalt auskommt. Also das sind in Wirklichkeit genau die Debatten, die man heute hat. Ja? Kleines Taschengeld für 2.500 Euro. Also es ist genau das, was eigentlich Politik ruiniert. Also sie sind jeden Tag hochgradig bemüht, Politik einfach völlig zu delegitimieren. Ja? So, wenn man jetzt weiterschaut, was ist das Ergebnis? Das kann man da jetzt abgebildet sehen. Politik als wichtiger Lebensbereich marschiert dort unten. Wichtig sind Freizeit, Familie, Freunde, Arbeit, alles wichtig. Politik ist den Leuten wirklich relativ wurscht. Ja? Also das heißt, die sind moralisch verzweifelt, da geht man nur mal irgendwie ironisch damit um. Ja? So. Übrigens, eins habe ich noch herausgekommen, ich habe da jetzt aufgegliedert in mit Migration und ohne Migration. Bei der Religion sieht man ganz stark mit Migrationshintergrund, ja, da ist die Religion für viele sehr wichtig, während es für die sogenannten autochthonen Österreicher relativ unwichtig ist. Und das sind ausschließlich Muslime. Also das heißt, durch die wird in diesen Milieus ist die Religion wichtig, ganz wichtig, für einen ganz großen Teil der Leute. Im Vergleich zu den Österreichern ein ganz gravierender Unterschied. Das Politikinteresse, dass man sich das bitte auch ein bisschen nach dem Alter anschauen, also männlich-weiblich, ja, ein großer Unterschied, also die Frauen, offenbar wird tatsächlich das vernünftige Geschlecht, die viel früher aufhören, sich für den Schmarrn zu interessieren und sagen, uns kennt es einfach wie Puckel, aber wir kümmern uns um das Wesentliche im Leben, und der große Unterschied zwischen höherer Bildung und niederer und mittlerer Bildung. So. Also das ist auch ganz ein faszinierendes Bild. Und das ist jetzt der Untergang sozusagen. Ein paar Items, das ist die Gesamtbevölkerung in Österreich. Das ist eine Untersuchung aus dem März 2019. Die meisten Politiker haben keine Ahnung, wie es normalen Menschen geht. Haben wir 45% stimmen voll und ganz zu und 42% stimmen eher zu, haben wir satte 87%. Also da bist du einfach am Ceiling oben, mehr geht nicht mehr. Ja? Also da kannst du dann da irgendwo vielleicht 90%, aber ist wurscht, das ist kein Unterschied mehr. Also das ist quasi das endgültige Urteil. Diese Leute sind eigentlich im eigenen Interesse unterwegs und haben mit der Bevölkerung nichts zu tun. Ja? Das andere, also dass die Welt im Chaos versinkt, da könnte man jetzt viel drüber reden. Und Terrorängste sind auch recht ausgeprägt. Was mich viel mehr fasziniert, man kann nichts mehr glauben, was in den Medien berichtet wird, 45%, wenn man es zusammenzählt, relativ große Zahl, die da entsteht. Unser Wohlstand wird zurückgehen, da geht es im Wesentlichen darum, dass die Jungen den Lebensstandard der Eltern nicht mehr halten werden können, also das sagen auch an die 70%, und dass die Kriminalität ständig zunimmt,
und man kann sich nirgendwo mehr sicher fühlen, haben wir ähnliche, eher drastische Werte, die auch bei 65%, also zwei Drittel liegen sozusagen. Ja. Da muss man jetzt einfach nur hergehen und die Kriminalstatistik nehmen und das den Leuten sagen und sagen, das stimmt ja überhaupt gar nicht. Ja. Das ist natürlich ein totaler Blödsinn, das wird immer wieder gemacht, weil das ist eben, da geht es um was Emotionales, da geht es um Empfindung. Ja? Da geht es um viele Mikro-Eindrücke, die die Menschen unter Tags haben, und das kann man, die kann man nicht aufklären mit einer Kriminalstatistik. Ja? Das hat man immer nicht begriffen. Also wie lange man denen noch die Kriminalstatistik unter die Nasen halten wird, der Effekt ist gleich null. Ja? Also mit dem müsste man eigentlich anders umgehen mit so einem Problem. Aber das schaffen wir halt nicht so ganz. Ich hab mir das jetzt, wir haben uns das bei den Jugendlichen angeschaut und man sieht, dass das Bild nicht ganz ein ähnliches ist. Ja? Also das heißt, die meisten Politiker haben keine Ahnung, wie es den Menschen geht, haben wir da 45% und 38%, also ganz ähnliche Werte. Man kann nichts mehr glauben, was in den Medien berichtet wird, wieder ähnliche Werte. Unser Wohlstand wird zurückgehen und, uns Jungen wird schlechter gehen als unsere Eltern. Haben wir auch zwei Drittel, die das glauben. Und die Kriminalität nimmt ständig zu, dass dann die Jungen ein bisschen weniger ängstlich wie die Alten. Also das heißt, die Angst steigt mit dem Alter an. Da fühlen sie sich dann hilfloser und haben noch größere Probleme, dieses neue alles zu begreifen und fühlen sich irgendwie nirgendwo aufgehoben. Das nimmt mit dem Alter zu, sind die Jungen noch selbstbewusster. So, ich habe mir das noch einmal angeschaut, jetzt nach der Bildungslage. Die meisten Politiker haben keine Ahnung, wie es den meisten Menschen geht. Wenn man sich recht, ist wieder braun. Wenn man sich das anschaut, also die höhere Bildung, ja, ist eigentlich im Vergleich zu den Leuten mit der niedrigen Bildung relativ entspannt. Aber da sieht man, bei der niedrigen Bildung sind es über 50%, die dem voll und ganz zustimmen, und nur ca. 40% bei der höheren Bildung. Also man sieht, dass die niederen Bildungsschichten da einen weitaus größeren Anteil haben an diesen Daten. Ja. Also das heißt, wenn du unten bist, dann hast du viel mehr das Gefühl, dass diese abgehobenen Politiker, die nicht mit 9.800 Euro brutto immer mehr auskommen, dass die mit deinem Leben nichts mehr zu tun haben, wie wenn du weiter unten bist. Da sieht man eigentlich das Problem recht gut, dass der Politik die unteren Sozialschichten davonlaufen. Wenn sie eine rechtspopulistische Antragstelle haben, können sie dorthin gehen, wenn sie den nimmer mehr haben, wenn die diskreditiert wird, dann scheiden sie aus dem Wählermarkt aus. Also das heißt, der Absturz der FPÖ hat dazu geführt, dass 50% der FPÖ-Wähler zum Nichtwählern geworden sind. Das ist nicht gelungen, die zu organisieren. Und der andere Teil hat sich halt auf die anderen naheliegenden Parteien verteilt, also sind eher Richtung Kurz gewandert. Definitiv hat die SPÖ davon nichts profitiert. Also das ist das Einzige, was man ganz genau sagen kann. So, die Bekannte der österreichischen Politiker, haben wir recht ein schönes Bild, Kurz und Hofer ganz weit oben, logisch, ja. Dann kommt die Rendi Wagner da hinten, hat auch schon tatsächlich auf fast 80% geschafft. Dann die beiden Vertreter der Oppositionsparteien, kleine Parteien, und dann habe ich versucht, auch die Jugendvertreter von ÖVP und SPÖ mal anzuschauen. Die haben eine relativ geringe Bekanntheit. Also das ist kaum der Rede wert mit 18%. Also das ist wenig. Ja. Und jetzt kommt, haben wir angeschaut, die Julia Herr, ob man eine gute Meinung von der hat. Also das schaut, die 18%, die wenigen, die wir haben, da haben 45% eine gute Meinung von ihr. Bei den Männern weniger wie bei den Frauen. Und, was jetzt nicht überraschend ist, Sozialdemokratin eher die aus dem obersten Gesellschaftsdrittel. Also das heißt, die Julia Herr kommt besonders bei den bildungsnahen Schichten an. Desto mehr man in der Bildungshierarchie nach unten kommt, desto weniger Akzeptanz hat sie. Also das ist ganz logisch. Das ist auch das Schicksal der Sozialdemokraten in ganz Europa, dass sie halt zu Elitenparteien werden. Zu Parteien, die halt eher die höheren Schichten ansprechen und für die unteren Sozialschichten nichts mehr über haben, und die sind abgewandert in den Rechtspopulismus direkt hinein. So, zusammengefasst, Religion, Politik verlieren die Relevanz für die Menschen mehr und mehr. Was wir aus einer anderen Studie wissen, Jugendliche wählen überwiegend das geringere Übel. Also man stimmt nicht mehr einer Partei zu, sondern sagt, ich wähle die, ja, weil die, das ist das am wenigsten schlimm. Also ich habe eine Zeit da im Büro gehabt, da haben wir noch mehr Mitarbeiter gehabt als jetzt, und da war der Grundtenor, ich wähle grün, weil die sind so wach, die können nichts anrichten. Nicht? Also das ist irgendwie so die Grundaussage gewesen, nicht? Da braucht man sich nicht fürchten, die bringen eh nichts zusammen oder so. Irgendwie. Also das ist zum Beispiel eine typische Aussage. Oder
ich wähle den kurz, weil da habe ich wenigstens, das ist ein Profi und da habe ich die Sicherheit, dass er dass wenigstens in Österreich Stabilität gibt. Wenn der Bundeskanzler ist, die Stabilität, ich bin zwar mit den Füllen nicht einverstanden, was er tut, aber es ist wenigstens im Vergleich zu den anderen ein Stabilitätsfaktor. Ja? So, und da kann nichts Furchtbares passieren. Ja? Er ist kein Nazi und ist ja keiner, der, was weiß ich, das System in Frage stellt und das neoliberale System aushebeln will, sondern der wird eine moderate Politik machen. Also so sind eigentlich die Argumente. So, kommt zum Schluss. Was wäre Alternative? Wie kann man Leute ansprechen? Also ich stehe auf dem Standpunkt, dass es um die Macht des Designs anstelle von hilfloser Diskurse geht. Ja? Also in Wirklichkeit, das ist für mich faszinierend, mit der Adidas-Werbung, wo überhaupt nicht argumentiert wird. Ja? Also da all in or nothing, ja, und das ist also eine emotionale Formulierung. In Wirklichkeit geht es um die Strahlkraft des Bildes und dieser Köpfe, die stark sind, entschlossen sind, mächtig sind, die überzeugt sind von sich selbst, ja, also selbstbewusst, ja, das sind die. Das ist das, wofür Adidas steht. Ja. Und dieser schöne Satz dazu, es ist niemals Unwissenheit oder Desinformation, welche die Menschen davon abhält, etwas zu kaufen oder nicht zu kaufen. Vielmehr ist es immer ein durch Signifikanten organisiertes und gelenktes Begehren. Das sind Signifikanten, das sind Bedeutungsträger. Meistens also symbolisch oder gleich als Bild. Ja. Und das ist in Wirklichkeit das, was die Leute überzeugt. Ja. Rückblick auf den Nationalratswahlkampf, wo mir gesagt hat, was er sieht, die Kurzkampagne, das ist eine Leni Riefenstahl-Ästhetik, haben wir oft gelesen. Ne? Das ist in Wirklichkeit, weil nämlich diese ganzen Kampagnen in der Politik schon so wach sind, ja? Glaubt man, das ist schon eine Leni Riefenstahl-Ästhetik, dabei ist das nur eine Symbolik gewesen, die halt Entschlossenheit vermittelt. Ja? Und deswegen wird das schon in die Nähe des Faschismus gerückt. Das heißt, Entschlossenheit und Selbstbewusstsein ist halt schon irgendwie faschistoid. Also das ist ja auch völlig grotesk gesehen. Jetzt kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Also jedenfalls, das wäre eigentlich das, wenn man sagt, der Signifikant, das Bild überzeugt, und nicht irgendwie 100 Details, wo man sagt, also das wäre ein wichtiges Thema, das und das, und da wird dann wie wild argumentiert. Es geht um das Begehren, es geht nicht um das Rationale, sondern es geht darum, Begehrlichkeiten für Menschen zu wecken. Übrigens, das greife ich immer gern auf, durch signifikant gelenktes Begehren, weil ich habe jetzt so zufälligerweise die Mutterkammer-Sinn getroffen, weil wir hintereinander einen Vortrag gehabt haben in Linz, ja, und die hat dort gesprochen über diese beiden Systeme, die Menschen dazu bringen, letztendlich sich auf Produkt zu entscheiden, das rationale System und das affektive, emotionale. Nicht? Und sie hat dann überall nachgewiesen, dass eigentlich die Menschen aufgrund ihrer Emotionen und Affekte entscheiden und das bestenfalls rational im Nachhinein begründen. Ja? Und hat das an Packungen nachgewiesen, was da angesprochen wird und was da getriggert wird. Ja? Also das in Wirklichkeit geht es um das. Geht es häufig um so subliminale Botschaften, die gar nicht im Vordergrund stehen. Ja? So, ne? Und das Produkt wird, es geht nicht um das Produkt, das hat sie immer wieder gesagt, sondern es geht um das Narrativ. Es geht um das Narrativ, auf das Produkt verweist. Und das, ich weiß nicht, wer sich an das noch erinnern kann, das ist die Römerquelle-Kampagne und die Mutter von der Sophie Kammersin, die hat die eigentlich, das war ihre Idee, ja? Das hat sie aufgrund ihrer Forschungen ausgearbeitet. Und was ist das? Ja? Das ist in Wirklichkeit, eine subliminale sexuelle Botschaft. In Wirklichkeit hat man das Bärchen-Stereotyp aufgelöst und hat eine Dreierbeziehung daraus gemacht. Und das ist natürlich sexuell konnotiert, ja? Weil das ist einmal was anderes. Wa? Zwei Männer und eine Frau. Nicht? Boah, nicht? Also denkst du, bist du deppert. Ja? 20, 30 Jahre immer dasselbe. Ja? Und jetzt noch einmal die Idee. Jesus Maria, das wäre doch einmal was. Ja? Und so. Und das wird jetzt nicht direkt angesprochen, sondern das wird einfach subtil vermittelt. Und das kannst du jetzt noch in einer anderen Form auch haben. Das kannst du umgekehrt haben. Zwei Frauen und ein Mann. Ja? Und das ist irrsinnig schön. Ja? Weil diese Kampagne hat vorher eingeschlagen, wie man sieht, haben sie das bei Emotion haben sie die wieder zum Leben erweckt, ja, und haben sie wieder gespült. Und das war genial. Ja. Also die Frau ist ja
tatsächlich genial, das muss man wirklich sagen. Ja. Das wäre durch signifikanten organisiertes Begehren. Da wird überhaupt nichts über die geschissene Römerquelle erzählt und dass die was weiß ich, so gesund ist und die Kohlensäure belebt die Sinne und dann ist noch irgendein Geschmack dabei und was weiß ich, ja, ist alles wurscht. Ja. Und im Keller steht eine Granderanlage und das Wasser wird durchgegrandert und was, keine Ahnung, ist alles wurscht. Ja. Das Narrativ ist das Interessante. Das Narrativ ist, mit der Römerquelle begibst du in einen Kontext, der dich endlich aus deinem faden Sexualleben rausbringt. Ja? Aus diesem faden, langweiligen Sexualleben, aus deinem Jahren schon immer derselbe Topfen. Ja? Und da ist aber, boah, eröffnet sich plötzlich was ganz was Exotisches, Neues, was komplett anders ist. Ach, da trinke ich aber wirklich jetzt die Römerquelle. Ne? Also, das ist cool. Ne? Also so, so ist es. Oder du magst einfach wirklich so Regelbrüche. Ne? Also ich finde das zum Beispiel diese Titelwerbung total schön. Ja? Weil das darfst du natürlich heute nicht, wirst sofort abgeurteilt und hingerichtet und alles vorbei. Darfst nie wieder in der Öffentlichkeit auftreten. Ja? Aber nur, da wird einfach ein Nachteil zu einem Vorteil gewendet. Ja? Ne? Und das finde ich sehr lustig. Früher konnte man drüber lachen, heute wird man wahrscheinlich in einem Verfahren von 5 feministischen Frauen irgendwann zumindest entmannt. Ja? Also, wenn man nicht gleich ganz vom Leben zum Tod befördert wird. Das ist dann, bleibt offen. Da wieder interessant, ja, ein bisschen was mit Ironie, was mir sehr gut gefällt. Adorno und ich halten dich übrigens für einen Trottel, ist sehr schön. Nicht? Also man stellt sich ein paar Stufen mit Adorno und sagt, wir beide sagen, du bist eigentlich ein Volltrottel. Ja? Genial, ja? Kann man sich totlachen drüber. Das heißt, was man sieht, ist, es geht um Stilfragen, ja? Es geht um Signifikanz, es geht um Symbolik, um Bilder, es geht um Gefühle, ja? Und nicht um dieses ewige, lähmende Argumentieren, ja? Und Herumrechten. Ja? Also das ist eigentlich das, was heute niemand mehr erzählt. Und das Letzte, was ich noch sagen wollte, ist eigentlich diese wunderbare Dieselwerbung. Ich habe die leider da abgeschnitten, weil da gibt es noch einen dritten, so einen geilen Typen. das ist genau das, wird da auch gemacht. Da wird wirklich mit der Macht der Signifikanten gearbeitet. Da wird nicht, erstens einmal ist das Diesel-Logo so putzli-putzli klar da oben im Eck, ja, das protzt gar nicht, sondern die Leute kennen eh schon aufgrund des Werbestils, dass es um Diesel geht. Also das heißt, das ist immer, der Werbestil ist immer, geht in die Richtung, Diesel ist die Marke der Nonkonformisten. Das ist ein klares Zeichen von Nonkonformismus. Der hat sich so einen Tunnel rein, zack, da oben, ja, da fuhr er in die Nasen an, Nasenring, ja, voll durchtätowiert, ja, geht auf die Straße, ist ihm scheißegal, was sich die Bourgeoisie darüber denkt, ist ihm wurscht, ja, er ist so wie er ist. Der Typ ähnlich, ne, ja, so, gleichzeitig zeigt er aber da, ne, an einer ganz entscheidenden Stelle, dass er doch Diesel, ne, dank Diesel und so. Also das heißt, in Wirklichkeit, ja, geht es einfach wirklich um das Feeling, ja, und das ist natürlich auch subliminal wieder hochgradig erotisch aufgeladen. Das ist natürlich schon eine erotische Positionierung der Marke. Und sonst wird nicht viel geredet, wie connected und Diesel Report und das war's dann in einem Hashtag Ende Schluss aus. Ja. Das ist in Wirklichkeit genau der Hinweis für die Politik, dass die in Wirklichkeit so werben muss. Das weiß ich schon, das geht nicht, weil die niemand haben, die so ausschaut. Du ziehst 3 österreichische Politiker aus, stößt er sie, rennen alle davon. Wenn man so in der Geschichte zurückblickt, stell mir vor, was ich den Alfred Gusenbauer da jetzt kann man den Muchitsch jetzt, geht nicht, ne? Kann man nicht machen, nicht? Aber ein bisschen kann man schon online nehmen davon. So, das heißt, wenn man sagt, hey, wie kann ich irgendeine interessante Kampagne machen, die immer emotional die Leute beeindruckt und berückt und nicht nur immer, wo da draufsteht, wir sind für dies und die sind gegen das, ja, also so weit. Also das würde ich sagen. Welche Produkte wären unsere Spitzenpolitiker jetzt? Was wäre das Sebastian? Ja, der ist eh cool, der ist eh gut zu verkaufen und dieser. Ja, aber Dieseltyp ist er nicht. Oder? Nein, aber Dieseltyp ist er nicht und der ist. Obwohl er Schwiegersohn ist er. Ja, genau. Obwohl sie mit dem auch ein bisschen gespielt haben seinerzeit, wie er das mit geiler Mobil und so gemacht hat, haben sie wirklich einen Formular Rouge fotografiert, den Hammer und so weiter und so fort. Ist lang her. Aber jetzt ist er halt ein Adretter. Genau, ein adretter, verlässlicher, anständiger Typ, ja, der in der Lage ist, einen Staat zu führen und der trotzdem aber irgendwie, den man trotzdem anschauen kann und der nett ist, der nett wirkt, finde ich. Ja. Der so, kommt bei Frauen gut an, muss man sagen. Ja. Also wir haben die Daten dazu, finden die am nett.
also die bürgerliche Mitte findet er nicht. Ne? Die passt ein bisschen so in dieses neue, genau, ein bisschen in dieses neue, angepasste, adaptiv, pragmatische, netter Bursch, um es einmal so zu sagen. Passt ganz gut in die Welt rein. Ne? So. Die unteren sind ja eher angepasster und die oberen finden ja mehr Scheiße. Also die ganzen Bildungsschichten, sage ich, der kurze Scheiße. Entweder sagen sie, es ist der Baby-Hitler oder hat man ja alles nicht. Oder sie sagen, er ist langweilig und fad und er ist, was man sieht, die Marionette des Kapitals und bla bla bla. Da braucht, und die braucht das eh nicht scheren, weil die gewinnt er sowieso nicht. Aber er gewinnt die bürgerliche Mitte und die adaptiv-pragmatischen und er geht auch wirklich zu einer in die Unterschichten. Sie sagt, ja. So wie er positioniert. Nicht? Und die alten Konservativen gingen halt auch mit zähneknirschend, nicht? Weil sie keine andere Bezugsperson mehr haben. Nicht? Jetzt haben sie den Ottmar Karas weggenommen, ja, und den Busseck und die alten ganzen Lamentieren. Müssen sie sich halt mit denen arrangieren, wenn sie ÖVP wollen. Wo in der Hüfte, das hilft ja da gar nichts. Nicht? Das geht halt nicht anders. Ja, gut. Danke für die Aufmerksamkeit, das habe ich aus dem McLuhan-Bier, das hat mir super gefallen. Es gibt absolut keine Unvermeidlichkeit, solange man bereit ist, über den Stand der Dinge nachzudenken. Das ist das, wo wir machen Parteien in Österreich den Eindruck haben, das schaffen die einfach nicht. Also diese Bereitschaft, über den Stand der Dinge nachzudenken, das geht nicht. Kann man nicht. Deswegen geht nichts. Geht nichts. Ja, das war's. Gibt es da irgendwelche Fragen dazu, irgendwelche vernichtenden Urteile, Einwände, Beiträge, was weiß ich. Ich stehe da und nehme alles entgegen, solange sie sich auf einer diskursiven Ebene bewegen. Ja. Bei der Studie, also das war eine Online-Studie, oder? Mhm. Und war das dann eher so mit einfach nur so Stimme zu oder Ja-Nein-Fragen oder auch so mehr so konkret so zum Ausfüllen? Es war vielfältig. Es hat Ja-Nein-Fragen gegeben, es hat mir nicht gesagt, es hat Aussagen gegeben, die man bewerten konnte. Ja. Es waren aber alles geschlossene Fragen, es war keine einzige offene Frage dabei. Also das heißt, man hat die Leute schon ganz stark auf diese, also man hat sich geleitet durch den Fragebogen, sie haben nicht große Entfaltungsmöglichkeiten gehabt. Das ist eine forschungsökonomische Geschichte, sonst hätte man uns das überhaupt nicht lesen können. Ja. Also das heißt, man hat die Menschen schon durch die Fragestellung geführt. Gab es bei den sozialen Medien vielleicht Daten zu, also interessante Daten oder Unterschiede bezüglich Bildung? Und der zweite Teil der Frage, Sie haben das verglichen, also Sie haben Facebook und Snapchat und Instagram verglichen und gemeint, das ist jetzt alles intuitiver und bildbasierter. Ja. Bild. Und die Macht der Bilder gab es davor auch schon bei Facebook in der Argumentation. Genauso bei Instagram, Snapchat gibt es auch Argumente, die dann vielleicht anders ausschauen, aber es gibt immer noch einen Diskurs. Ja. Genau. Auf was basieren diese Daten? Also kommt Fazit der Daten zu Social Media aus diesen Daten oder ist das eine Analyse? Ja, das ist meine Interpretation jetzt. Also meine Interpretation ist, wenn die Leute auf Instagram von Facebook zu Instagram abwandern, dann haben sie nicht mehr das Bedürfnis, für hinzuschreiben und für mit Text umzugehen, sondern haben sie das Bedürfnis, sie mit Bildern auszudrücken. Und das ist aber das, was wir im Allgemeinen sehen. Das ist ja schon seit YouTube so, dass es bewegte Bilder oder nicht, oder ein unbewegtes Bild, dass das eigentlich das Relevante ist und man immer mehr irgendwie viel schreibt aneinander, viel schreibt, sondern dass man einfach was herzeigt. Und das ist eigentlich das, was jetzt den Schluss, den ich daraus ziehe. Sie sagen, die Unterschichten sind angepasster, wenn man sich jetzt so den Diskurs in den sozialen Medien anschaut, ist ja da irgendwie recht viel Hass mit drin und wie geht denn das zusammen? Das geht damit zusammen, das kann man recht einfach erklären, weil dieses obere meinungsbildende Drittel total hysterisch wird, ja, weil die wollen immer nicht so ausgehen, wie sie wollen. Also das ist dann die dran komplett durch, weil die haben alle Meinungsmedien in der Hand. Die haben eigentlich alles, da bestimmen alles. Ja, ne? Und trotzdem nutzt es nichts. Und das ist natürlich dann das Ausflippen und dann kommt immer das, wenn man sich das Standardforum so durchlässt, die Leute sind alle deppert, ja, alle zu blöd, dann geht es so weit, sollte man die überhaupt wählen lassen, sollte man nicht die nächsten 5 Jahre die Expertenregierung lassen und so weiter und so fort. Da geht ständig um Überlegungen, wie kann man die Demokratie so weit einschränken, dass diese Trotteln nichts mehr zu sagen haben.
Und das macht natürlich verbittert. Das werden wir nicht vergessen, das sind Leute, die haben ein großes Sendungsbewusstsein, die glauben, dass die Wahrheit haben. Ja? Und die verausgaben sie jeden Tag. Ja? Und immer sagen ihnen am Ende zwei Drittel der Bevölkerung den da. Und das, der Meinungsterror kommt eigentlich von der Linken und nicht von der Linken. Ja, sicher. Ja, aber gut, aber das, wenn man sich anschaut, das war ja schon in den 50er, 60er Jahren klar, wenn man sich große französische Philosophen anschaut. Ich habe jetzt gerade Gespräche gelesen mit Serres, wo der gesagt hat, seine schrecklichste Zeit waren die 50er und 60er Jahre, weil da hat man auf den Universitäten in Frankreich und auf den Schulen hat man marxistisch argumentieren müssen, sonst bist du ein Tribunal von stalinistisch ausgerichteten Kommunisten gestanden, die fertig gemacht haben. Ja? Also das ist ja nichts Neues. Ja? Also die Linke ist mindestens genauso totalitär wie die Rechte. Also da gibt es keinen Unterschied. Ne? Und deswegen ist das natürlich blanker Meinungsterror. Das ist keine Frage. Ne? Der halt jetzt da mit ganz anderen Mitteln da durchgesetzt wird, weil man natürlich Druck ausüben kann über die sozialen Medien und eine riesige Reichweite hat. Wir hatten früher bei den K-Gruppen, haben die eine Reichweite gehabt, die sind immer auf der Uni gesessen, haben 15 Plakate aufhängen können und dann war Ende. Ja. Und dann haben sie einen Hörsaal diskutieren können, da ist aber keiner hingegangen. Ja. Also haben sie untereinander gestritten, also wie die Trotzkisten, die sich immer gegenseitig ausgeschlossen haben, ja, und die abgespalten haben, bis keine Spaltung mehr möglich war, weil jeder in einer eigenen Partei war. Ja. Also die haben sich mit sich selbst beschäftigen. Jetzt haben sie die Möglichkeit, sich mit der ganzen Gesellschaft beschäftigen. Das ist schon ein großer Unterschied. Aber das ist schon auch totalitär. Also meiner Auffassung nach. Klar. Die wollen schon die Ordnung machen. Das ist keine Frage. Aber das größte Meinungsmacherblatt von der Reichweite und von den Leserinnen und Lesern gemessen ist die Kronenzeitung. Ja. Die ist definitiv nicht links. Wie gesagt, geht das dann zusammen? Weil der Standard hat bei weitem nicht so viele Leserinnen wie. Ja. Für eine Kronenzeitung, das ist ein Widerspruch. Ist ja korrekt, völlig korrekt, dass eine Kronenzeitung hat. Der Klaus Bandi organisiert jedes Mal einen Fahrbrief von einem oberösterreichischen Trommelkünstler, ja, der hat geöffnet, Ja, aber jedenfalls, aber das ist ja dann. Greta Thunberg ist super, sie stehen irrsinnig auf dieser Öko-Geschichte. Also, die sind schon irgendwie. Nimmer mehr so, wie es einmal waren. Also da hat sich schon was verändert. Ne? Aber natürlich wissen die, dass sie ein Publikum haben, das ist ja richtig, ne? Von unteres zwei Drittel, denen muss man ab und zu was vorwerfen. Und da muss man halt ab und zu dann auswalzen an afghanischen Messerattentäter. Dann wird der halt groß gespült, halt, ja? um das denen zu geben. Also das ist natürlich schon richtig. Ne? Die müssen natürlich schon was für ihr Klientel dann auch tun. Also ganz liberal können die nicht werden. Ne? Das stimmt schon. Das ist halt ein bisschen zu erkannt, andere Bedanken. Da müssen sie halt für die rechten Totalitaristen was tun. Ne? Ich meine, das ist halt nicht alles. So, ja. Nachfrage mit der Anhängen, warum ist das beim Sozialdemokraten, warum wird das so übernommen? Und beim ÖVP, beim Blauen wird es jetzt auch übernommen, aber warum fällt es dort schwerer ins Gewicht? Weil der ÖVPler zu seinem großen Glück keine egalitäre Parteiprogrammatik hat. Der ÖVPler sagt, in unserem Programm steht drin, der Tüchtige soll belohnt werden und der Stärkere soll sich durchsetzen und wer gut arbeitet, soll viel verdienen. In der SPÖ steht immer drin, Chancengleichheit, Gerechtigkeit, ja, es soll nicht so viel, die Spanne zwischen den Einkommen soll nicht so groß aufgeben. Wenn die Spanne zu groß ist, ist die Gesellschaft ungerecht, ja, es muss das Finanzkapital besteuert werden, muss alles reguliert werden und das in diesem kriegt man die ganze Zeit runterpredigt. Ja, und dann schaust du halt die Einkommen der Leute an und dann passt halt das irgendwie nicht zusammen. Also das ist immer das Problem, handle ich selber so, wie ich mein Gesellschaftsbild irgendwie ausrichte. Und da, wenn die Leute eine Differenz sehen, dann kritisieren sie die halt dafür. Aber ich meine, die NEOS und die ÖVP kann man nicht für hohe Einkommen kritisieren. Das tut man sich relativ schwer, weil die sagen, ist in Ordnung, ich bin nur so leistungsfähig. Aber nimmt das dann die eigene Wählerschicht nicht so über, weil die ihre... Ja. Das obere Drittel verteidigt und das untere ist eh schon davon gekriegt. Die sind ja nicht Wähler, sie nennt man, oder? Ja, die sind weg. Die sind eh schon oder nicht Wähler. Also das ist das, was bei mir in der Früh immer ist und was mich nicht nimmt. Totale Panik. Das Höllengeräusch. Nein, aber so. Das heißt, wenn ich meine Latte sehr hoch lege und meine Ansprüche sehr hoch hebe, ja, dann muss ich ja halt auch schauen, dass ich nicht jeden Tag dreimal unten durchrenne. Die Leute sind ja eh nicht so. Aber ich muss auch ab und zu drüber springen. Ab und zu einmal. Und nicht immer dasselbe. Ja. Und das geht dann an die Substanz. Ne. Das verkraust leicht, wenn zwei, dreimal sowas passiert. Kein Problem. Ne. Aber wenn das immer ist,
Das ist schlecht. Glaube ich. Ja, dann ist das Glaubwürdigkeitsproblem, was wir jetzt da sehen. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Ja. Und Sie hat halt Referenzen auch abgefragt. Ja, aber die habe ich jetzt noch nicht veröffentlicht. Was möglich abgefragt, was die Partei verwendet. Ich will mir auf diesen Teil aus, was es gibt. Wieder, wie man es in Wien so schön sagt, ein Kölch. Den brauche ich nicht. Aber ich kann da so viel sagen, ist, dass, bei den Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die Parteien, die großen vier Parteien relativ, also wir haben es ungewichtete Daten, die relativ Kopf an Kopf liegen. Also es ist an erster Stelle die ÖVP gewesen mit dem Kurz gefolgt, damals noch von den Freiheitlichen vor dem Spendenskandal, danach die Grünen und dann die SPÖ, aber die Grünen und die SPÖ haben sehr knappe Abstände gehabt. Also es waren überhaupt sehr, sehr knappe Abstände. Also das hat sich sehr gut, sehr gleichmäßig, wenn ich noch was, ich meine, also hat sich sehr, sonst relativ gleichmäßig verteilt. Das heißt, die Grünen sind zur großen Partei aufgerückt. Ja, bei den Jungen, also wir bei den Jungen, ja, machen wir das schon seit Ewigkeiten und da gibt es immer dasselbe Bild. Untere Schicht, die unteren Schichten, ob der Mitte abwärts geht, ist zur FPÖ gegangen, tendiert und die oberen sind zu den Grünen tendiert. Und bei der ÖVP war es vor Kurz halt, die sind halt dazwischen mit der SPÖ runtergeflogen. Nicht? Und seit der Kurz da ist, ist die Position der ÖVP natürlich ein bisschen andere. Aber die großen Blöcke sind schon gewesen, immer freiheitlich und grün. Und das mit den freiheitlichen Grün schmilzt das jetzt natürlich radikal ab. Nicht? Weil das geht natürlich nicht. Das ist jetzt wieder, das ist die moralische Frage. Du kannst nicht hergehen und der Volkstribun sein und dauernd Ungerechtigkeit anprangern und dann kommt sowas raus, das ist natürlich ruinös. Nicht? Und da gingen die Leute weg. Also da kannst das kennst, brauchst jetzt wieder 2-3 Jahre, bis sie die wieder regeneriert haben, dann kannst du das wieder stoppen, dann werden die wieder tut sein, was sie jetzt haben. Aber jetzt ist noch, geht's nicht. Eine These von dir oder von Ihnen? Ja, die kann ich. Weil du sagen was? Weil die Grünen sind ein bisschen konservativ, so wie Wald ausgehen und das ist schön, aber man sagt ja, die Sozialdemokratie und die Grünen sind kommunizierende Gefäße, was die Wähler und Wähler angeht. Wie passt das dann zusammen, wenn die Grünen nicht doch irgendwie an deiner These wertkonservativ sind? Sind nicht nur kommunizierende Gefäße, das sind die FPÖ und die SPÖ sind auch lang kommunizierende Gefäße gewesen. Das heißt, weil die SPÖ wird halt verlassen, jetzt wird es von allen verlassen. Ne? Und die wird verlassen von den unteren Sozialschichten Richtung FPÖ und oben halt Richtung Grün. Also die haben ja, was ist in Wien, die 39% vom Häupl, kannst du ausrechnen, wie viele da Grüne dabei waren. Und auch beim Christian Kern, diese 26,9%, da war ja waren ja 7% Grüne, Prozentpunkte Grüne dabei. Man hatte das schon im letzten, was weiß ich, März gesehen, ja. Da waren die noch bei der SPÖ, ja, aber da war schon die Gefahr, dass die abwandern, wenn sie die Grünen wieder restrukturieren. Und das ist genau das ist passiert, es sind genau die 7% abgewandert, die 7%-Punkte sind abmarschiert und da sind sie jetzt. Und die von der FPÖ sind nicht zurückgekommen, die hat man nicht gewinnen können und das ist jetzt das Ergebnis ist 21,2%. Ne? Und wenn die Spesens, genau, sind nicht wieder, die Hälfte sind nicht wieder, das ist ein Drama. Ne? Und also jetzt für die SPÖ und was wollte ich eigentlich sagen? Ja, Nichtwähler geworden und. Obere Schicht. Ob, genau. Zu die Grünen gewandert. Obere Schicht zu die Grünen gewandert. Und genau, das wollte ich sagen, wenn der Spendenskandal nicht gewesen wäre, war die SPÖ an dritter Stelle gewesen. Das haben wir vorher an dritter Stelle gehabt und das hat sich dann auch dran. Also, das war eigentlich das große Glück, dass das explodiert ist. Das war ein großes Wort für die SPÖ, wenn das nicht gewesen wäre, weil die FPÖ früher gewesen. Aber die Richtung stimmt. Immer. Also, Sie haben davon geredet, wertkonservativ, Sicherheit ist ein Riesenthema, allen finden. Mit welcher Symbolik spricht man denn die Jugend an? Jetzt nämlich auch von der Bildsprache. Ja. Das ist eine gute Frage. Da habe ich heute einen Kunden gehabt, mit dem ich lange drüber geredet habe und der hat es gerade einen Auftrag gegeben, damit man so eine Symbolik entwickelt oder zumindest die für. Also, gibt es verschiedene Möglichkeiten, da gibt es die ganz primitive Möglichkeit, ja, du bützt da Polizisten ab, ja. Also was ja auch gemacht wird, ne? Also Polizisten ab, töten nicht, oder an Soldaten beim Lawinenunglück oder so, das sind alles starke Symbole, ja, oder
Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das kannst du dann halt immer subtiler machen. Ne? Du musst schauen, dass du halt dann nicht mehr so konkret bist, oder du musst halt schauen, wenn du weniger konkret bist, dann hast du bestimmte Schichten nicht mehr, kannst du nicht mehr ansprechen, die verstehen das dann nicht, das kannst du abstrakt oder Symbolik verwenden. Aber für zum Beispiel adaptiv-pragmatische Miete und soziale Unterschiede musst du nicht mehr ganz konkret sein, du musst sagen, also wir sind für mehr Polizei, oder wir sind, was weiß ich, am Abend gibt es einen Sicherheitsdienst, oder wir haben, was weiß ich, wir beraten, dass die Tierschlösser besser sind, und all diese Sachen. Dass du die Sicherheitsproblematik spüren. Oder wie schützen die Grenzen. Immer wichtig, ne? Kannst du immer sagen. Wenn du nichts mehr einfällt, sagst du, was ist? Da kommt keiner mehr oder so. Wenn man sicher Vorhersehbarkeit sicher viel Stärke auslösen. Das ist für, wenn ich hergehe davon, was du gesagt hast, Sicherheitsbedürfnis ist. Ja. Und ja. Halt. Das ist halt. Ja, ja. Noch halt im Leben haben wir die 30-Jährigen am meisten gesagt. Dann muss ich sozusagen etwas ansprechen, was das gehört. Das ist vorhersehbar und genau. ich kann das planen. Ja. Und haben. Ich erlebe keine Überraschungen, genau, ich kann planen, Planungssicherheit, wichtiger Punkt, genau. Und wenn mal was passiert ist, wer da den genau. Unterstützt. So, wenn also der Zufall eintritt. Ganz mit zur früheren Generation, so nein, also wo man es am Dauer irgendwie so. Versicherung ist das Letzte. Richtig, ja? Das genau. War ja sozusagen meine Generation. Ne? Genau. Da hat sich ein bisschen was tatsächlich verändert. Was, ja. Ehrlich gesagt, schießen auf Sicherheit, wir haben heute, wenn wir darüber geredet ist, ja, war das völlig wurscht, was ich studiert habe, über meinen Beruf ja, genau, nicht genau. Nachgedacht, da war nichts mehr, alles gleich. Ja. Irgendwann will ich schon was machen, ja. Wird schon irgendwas passieren. Ja. Das ist heute völlig, wenn du da bist. Ja. Das kann, so kann man doch nicht sein. Da sagen die Eltern, was habe ich falsch gemacht in der Erziehung oder so. Also das ist ein ganz ein großer Generationenbruch, muss man schon sagen. Das heißt, dieser Neoliberalismus muss irgendwie voll angekommen sein. Ja, natürlich. Das heißt, die Jugendlichen haben das Gefühl, so zack, wenn ich da jetzt nicht voll... Der Neoliberalismus ist halt die... Neoliberalismus ist anstelle von Gerechtigkeit hast du Chancengleichheit. Das ist das neoliberale Diktum. Ne? Dir wird nichts garantiert, außer dass du die Chance hast zu gewinnen. Und dann muss sich jeder irgendwie aufputzen. Ja. Dann muss den Beauty Contest gewinnen und genau. Dann musst du einfach die ganzen Kompetenzen haben und dann, wenn du gut stark bist und dann gehst und dann kannst du die Chance nutzen. Wenn du es nicht nutzt, hast du auch nicht besser, weil das ist halt bei uns so. Dann hast du halt verloren. Es gibt Sieger und Verlierer und das ist halt so. Und deswegen bereiten sich die alle wild vor auf diesen Konkurrenzkampf. Ja. Ne? Und in der Kulturindustrie wird immer mehr, werden solche Filme zeigen, wo sie die Tribute von Bahnen und wie das alles, das ist eine überall Konkurrenz und es geht immer um alles und nichts und ich weiß nicht was. Ne? Und das ist eigentlich genau das, was wir heute auch haben. Es geht um alles oder nichts. Ja. Ja? Und deswegen ist das auch kein Spaß mehr, die Zukunft für einen jungen Menschen. Ich lasse das auch mitzukommen, man kann es ja nicht machen. Du musst dich einfach grüßen dafür. Ne? Und das ist sicher das Neue. Und deswegen sind die auch so ordentlich und so. Ja. Klar, die kann man ja nicht zum Vorwurf machen, die kann man nicht sagen, es ist jetzt lauter Trottel, sondern die müssen so sein. Ja. Systembedingt. Außer du bist aus einem total reichen Elternhaus und kannst das erlauben, dass du da ein bisschen Spaß machst. Ne? Das gibt es auch. Ne? Dann gehen die Kinder auf die Waldorfschule und nachher haben sie eine lange Selbstfindungsphase und wir sind halt ein paar Jahre in Neuseeland oder vielleicht auch in Australien irgendwo und dann kommen sie zurück und dann geht ihnen mit 30 der Knopf auf und dann ist alles super. Ne? Aber das kann sich ja dann im 21. Bezirk nicht erlauben, wenn der im Gemeindebau lebt, ja, auf 90 Quadratmeter, drei Kinder, die Selbstfindungsphase kann er sich schießen. Ja. Geht gar nichts. Ne? Ja, da gibt es keine Selbstfindungsphase. Überlegt er, ja, willst du irgendwie eine Lehre machen? Dann, ja, oder willst du vielleicht auch eine Matura machen? Und weiter, dann musst du aber auch sagen. Ne? So, ne? Noch Fragen oder wollen wir zu diesen. Brötchen darüber. Man kann nicht da reden. Das ist gut. Idealism prevails. Make the world a better place.